Die Frage, was mit Mallory und Irvin passiert ist, ist vielleicht das größte Rätsel aller Expeditionen. Darum dreht sich alles. Wer stand als Erster auf dem Dach der Welt? Wir wissen nur, dass sie nah am Gipfel waren und auf einmal verschwunden sind. Es bleibt ein Mysterium. Was ist passiert? Haben sie es geschafft? Jedenfalls haben sie den Tod in Kauf genommen. Alles oder nichts. Den Everest zu bezwingen, galt lange Zeit als unmöglich. Bis 1953, als zwei Bergsteiger über sich hinausgewachsen sind. Edmund Hillary und Tenzing Norgay wurden für ihre wagemutige Leistung als Helden gefeiert. Hillary und Tenzing were welcomed and congratulated by their fellow members of the expedition. Aber was, wenn die Geschichte so nicht stimmt? 1924, fast 30 Jahre zuvor, wagten George Mallory und Andrew Irvin das Unmögliche. Mallory und Irvin wollten als Erste auf den Gipfel des Everest. Und sie wurden nur wenige hundert Meter entfernt das letzte Mal gesehen. Dann zog ein Sturm auf. Bis heute weiß niemand, ob sie es zum Gipfel geschafft haben. 75 Jahre lang herrscht Ungewissheit. Aber 1999 machen Bergsteiger in der Nähe des Gipfels eine überraschende Entdeckung. Die Leiche ist mumifiziert. Das ist George Mallory. Jake Norton war Teil des Teams, das George Mallorys Leiche entdeckte. Aber der Fund beweist nicht, dass Mallory auf dem Gipfel war. Außerdem blieb Andrew Irvin verschollen. Und er hatte die Kamera bei sich. 20 Jahre später kehrt Norton noch einmal zurück. Ich bin zuversichtlich, dass wir Irvin finden. Und mit ihm die Antwort. Ich spüre die Höhe. Jake Norton leitet ein Team von erfahrenen Bergsteigern. Sie gehen der Frage nach, ob Mallory und Irvin den Mount Everest zuerst bezwungen haben. Genau hier war vor 95 Jahren auch das Expeditionsteam von 1924. Beautiful. Die Bergsteiger sind bereits seit zwei Wochen am Berg, um sich zu akklimatisieren. Also, um ihre Körper an die Bedingungen des Everest anzupassen. Die Gegend ist lebensfeindlich. Wir sind ein echtes Dreamteam. Alle waren schon am Everest und sind die extreme Höhe gewöhnt. Wir werden dieses Mal allerdings nicht zum Gipfel aufsteigen. Wir wollen vielmehr herausfinden, was mit Mallory und Irvin passiert ist. Es geht also zu den Stellen, an denen sie zuletzt lebend gesehen wurden. Norton und sein Team werden exakt der Route folgen, die Mallory und Irvin vor fast 100 Jahren genommen haben. Das Unterfangen wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Vom Basislager geht es knapp 20 Kilometer am Rongpu-Gletscher entlang bis zum vorgeschobenen Basislager. Dort beginnt der eigentliche Aufstieg. Sie werden je eine Nacht in drei hochgelegenen Lagern verbringen, bevor sie in die Suchgebiete aufsteigen. Und die befinden sich in der sogenannten Todeszone. In der Höhe fliegen auch Passagierflugzeuge. Man kann dort nicht besonders lange überleben. Dort oben trifft der Jetstream auf den Everest. Das bedeutet Windstärken von weit über 100 km/h. In dieser Höhe ist nur ein Drittel des Sauerstoffs. Das macht der Körper nicht lange mit.
Das Team wird mehrere Tage unter diesen gefährlichen Bedingungen suchen. Und das, obwohl die meisten der 300 Todesopfer am Everest ihr Leben in der Todeszone gelassen haben. Als Everest-Historiker bin ich schon lange davon besessen, das Rätsel um Mallory und Irvin zu lösen. Mit dem Bergsteigen habe ich als 10- oder 12-Jähriger angefangen. Ich habe Bücher über die höchsten Berge der Welt und über Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay gelesen. Aber die Geschichte von Mallory und Irvin, wie sie im Nebel des höchsten Gipfels der Welt verschwinden, das hat mich immer am meisten fasziniert. 1924. Die Menschen haben das Fliegen gelernt, die gesamte Erde kartografiert und standen an beiden Polen. Aber noch niemand hat je den Mount Everest erklommen, den höchsten Berg der Erde. Die britische Regierung will unbedingt, dass ein Engländer als Erster auf dem Gipfel steht. Sie verpflichten einen der besten Bergsteiger des Empires für eine Expedition, George Mallory. George Mallory war damals 37 Jahre alt und besessen davon, den Gipfel als Erster zu erreichen. Er hatte im Ersten Weltkrieg an vorderster Front gekämpft und dem Tod bereits ins Auge geblickt. Alle hatten große Erwartungen an ihn. Sagen wir mal so, sein Weg zurück ins Leben konnte nur über den Gipfel führen. Als seinen Partner wählt Mallory Andrew Sandy Irvin aus. Sandy Irvin war erst 22 und studierte in Oxford. Er war ein großartiger Sportler, hatte aber kaum Erfahrung im Höhenbergsteigen. Irvin wollte seine Chance nutzen. Als Mallory ihn für die Everest-Expedition auswählte, wusste er, dass Irvin alles geben würde. Tag 38 der Expedition. Die Männer verbringen die Nacht 600 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Mallory schickt einen Träger hinunter ins Lager mit der Nachricht, dass sie es früh am nächsten Morgen wagen würden. Am nächsten Tag werden sie um 12.50 Uhr mittags in der Wand gesehen, circa 240 Höhenmeter vom Gipfel entfernt. Ein starker Sturm zog auf. Sie wurden nie wieder gesehen. Wir müssen uns in Mallory und Irvin hineinversetzen, um zu wissen, wo und wie wir suchen müssen. Ich war jetzt viermal am Everest, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und ich teile wohl die Obsession, die auch Mallory und Irvin angetrieben hat. Wir sind alle besessen vom Everest. Jake Norton ist nicht ohne Grund so besessen vom Schicksal der beiden legendären Bergsteiger. Vor 20 Jahren hatte er zufällig eine Entdeckung gemacht. Bei meiner ersten Everest-Expedition 1999 hat mein Team die Überreste von George Mallory gefunden. Wir konnten kaum glauben, dass es Mallory war. Das war einer der demütigsten, emotionalsten und bedeutendsten Momente meines Lebens. Norton sucht den Fundort sofort nach Hinweisen ab. Wir haben viele verschiedene Gegenstände gefunden. Alle erzählten ein bisschen was über die letzten Lebensstunden. Aber entscheidender waren zwei Dinge, die wir nicht gefunden haben. Mallory hatte seiner Frau versprochen, ein Foto von ihr auf dem Gipfel im Schnee zu vergraben. Dieses Foto haben wir nicht bei ihm gefunden. Da dachte ich zum ersten Mal, dass sie den Gipfel vielleicht tatsächlich erreicht hatten. Noch bedeutender war, dass wir ihre Kamera nicht gefunden haben. Sie hatten eine Kodak-Schnappschusskamera mit zusammenfaltbarem Balk dabei. Die Kamera hatte Irvin bei sich, um auf dem Gipfel Fotos von Mallory machen zu können.
Aufgrund der Bedingungen in dieser extremen Höhe gehen Wissenschaftler davon aus, dass der Film in der Kamera zu retten wäre. Wir wollen da oben in Gebiete vorstoßen, in denen noch nicht gesucht wurde. Seit 1999 war ich mehrfach am Everest, um Sandy Irwin zu finden. In den letzten Jahren habe ich mir Satellitenaufnahmen der oberen Nordwand angesehen und darauf Objekte entdeckt, die nach einer Leiche aussehen. Ich weiß jetzt zum ersten Mal, wo ich nach Irwin suchen muss. Um in die Suchgebiete zu gelangen, müssen die Männer zunächst das erste große Hindernis überwinden. Eine gut 500 Meter hohe Eiswand am Fuße des Nordsattels. Bislang hatten wir die meiste Zeit nur Turnschuhe an. Ab hier beginnt der richtige Aufstieg. Wir haben den Berg für uns. Die Saison am Everest dauert nur wenige Wochen. Und dieses Jahr erwarten wir 150 bis 200 Bergsteiger. Deshalb sind wir so früh dran. Wir wollen als Erste hoch und die Suchgebiete erreichen, bevor uns die anderen in die Quere kommen. Die Nordsattelwand kann einem ganz schön Angst machen. Sie ist höher als das Empire State Building. Spätestens dort weiß man, das wird ein schweres Stück Arbeit. Der Aufstieg heute war schwierig, aber wir hatten ja unsere Steigeisen. 1924 hat das noch anders ausgesehen. Da hatten sie nur Nägel unter den Sohlen. Mallory hat mit einem langen Holzpickel Trittstufen ins Eis geschlagen. Er ist wie eine Spinne raufgeklettert. Die Eiswand ist eingestürzt. Nicht gut. Der Wind ist brutal. Bei der Ankunft im ersten der drei Hochlager ist die Temperatur auf minus 25 Grad gefallen. Es ist eiskalt. Hoffentlich sind meine Zehen noch in Ordnung. Bei dem Wetter darf kein Stück Haut freiliegen. Man könnte sofort Finger oder Zehen durch Erfrierungen verlieren. Es passiert Folgendes. Das Wasser in den Zellen gefriert und die Eiskristalle beschädigen die Zellwand. Ich mach Wasser heiß, damit er wieder warm wird. Davon erholen sich die Finger nicht mehr. Sie werden erst rot, dann weiß und dann schwarz. Dann ist das Gewebe abgestorben. Nachdem die Männer die 500 Meter hohe Wand überwunden haben, kann Dave Morton sich endlich aufwärmen. Die Temperaturen sind gefährlich niedrig. Ich hätte mich wärmer anziehen sollen. Man kriegt schnell mit, wer hier oben das letzte Wort hat. Die Expedition beginnt den Tag auf dem Nordsattel, im ersten der drei Hochlager auf dem Weg zum Gipfel. Ja. Harte Nacht. Nach der Anstrengung gestern habe ich die Nacht zitternd und mit Kopfweh verbracht. Sie befinden sich in 7000 Meter Höhe,
und müssen noch einmal gut 1500 Meter aufsteigen, wenn sie die Überreste von Andrew Sandy Irwin finden wollen. Mallorys Leiche wurde gefunden. Von Irwin fehlt noch jede Spur. Dieselbe Route zu nehmen wie sie, bringt sie uns noch näher. Sie sind wortwörtlich ins Unbekannte aufgebrochen. Sie waren echte Entdecker. Adrian empfängt gerade den Wetterbericht. Böen mit 120 km/h morgen. In diesen Bedingungen ist der Aufstieg nicht nur unmöglich, er ist tödlich. Der Wind reißt einen von den Füßen und macht mit einem, was er will. Wir mussten runter vom Berg. Ich bin für die Ausrüstung und die Logistik verantwortlich. Ich muss entscheiden, was wir mit dem ganzen Equipment machen. Ein Sturm zieht auf. Das Team muss schnell handeln. Alles zusammenpacken würde zu lange dauern. Nur das Nötigste wird verstaut. Die Sherpas packten alles in Taschen und Tüten und beschwerten mit ihnen dann die Zelte, damit der Wind sie nicht aus der Verankerung reißen konnte. Die Ausrüstung bleibt in Lager 1 und das Team steigt die knapp 1800 Höhenmeter zum Basislager wieder ab. Zyklone gibt es jedes Jahr, aber in der Regel nicht vor Juni. Es ist der größte vor dem indischen Subkontinent seit 3 Jahrzehnten. Über 1 Million Menschen wurden bereits evakuiert. Der Zyklon Fani war viel größer als erwartet. Ich war mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Wären die Daunenjacken weggeflogen, hätten wir sie nie wieder gefunden. Ein Sherpa soll hoch und sich ein Bild von der Situation machen. Drück die Daumen. Heute müssen wir uns überlegen, wie wir in möglichst kurzer Zeit ein möglichst großes Gebiet abdecken. Da wir im Basislager festhingen, wollte ich sicherstellen, dass alle den Plan kennen und wissen, wonach wir suchen und wo wir hin müssen. Dieses Gebiet suchen wir als erstes ab. Das Suchgebiet liegt in einer Gegend, die auch als The Wards bekannt ist. Die Wards sind eine Felsformation, die sich entlang des Nordgrats des Everest erstreckt und die noch fast gänzlich unerforscht ist. Nortons Theorie: Irwin hat sich nach Mallorys Absturz hierhin verirrt und ist dort gestorben. Wahrscheinlich sind Mallory und Irwin nicht zusammen abgestürzt. Mallory stürzt ab, Irwin nicht. Er geht zum Grat hinauf, um dort die Nacht über auszuharren. Wäre der logischste Weg. Unser Hauptsuchgebiet. The Wards passen zu den Aussagen zweier Bergsteiger. Sie hätten abseits der normalen Route einen Körper in altmodischer Kleidung gesehen, eingerollt und dem Wind abgewandt. Hier überschneiden sich die Bereiche, die die Augenzeugen 60 und 95 angegeben haben. In diesem Bereich hat Jake Norton auch Auffälligkeiten auf den Satellitenbildern entdeckt. Da habe ich auch was auf den Satellitenbildern gesehen. Könnte eine Leiche sein. Das zweite Suchgebiet ist der Bereich, in dem Nortons Team 1999 die Leiche von George Mallory entdeckt hat. Auch bekannt als Mallory Basin. Eventuell ist Irwin auch zusammen mit Mallory abgestürzt und seine Überreste liegen unter Eis und Schnee begraben. Dieser Bereich hat auch eine hohe Priorität.
Der Stern markiert Mallorys Leiche. Dort müssen wir die Augen offen halten. Guter Plan. Es musste sich nur noch das Wetter bessern. Aufgrund der Wetterverhältnisse am Mount Everest begrenzt die chinesische Regierung die Saison auf wenige Wochen im Jahr. Zyklon Fani hat dieses Zeitfenster noch weiter eingeschränkt. Der Wind bläst mit über 110 Stundenkilometern durch Lager 1 am Nordsattel. Der Sherpa hat Fotos geschickt. Das war definitiv ein heftiger Sturm. Er sagt, das halbe Lager ist zerstört. In den Zelten war teure Ausrüstung. Unser ganzes Zeug ist weg. Hätten wir die ganze Ausrüstung verloren, hätten wir keine Chance mehr gehabt. Wir mussten erst die Taschen finden. Ich dachte, unsere Zelte halten das aus. Ich lag wohl daneben. Dem Unterfangen droht das Aus. Das Team musste Lager 1 aufgrund eines Zyklons evakuieren und die gesamte Ausrüstung zurücklassen. Sollte das Equipment verloren sein, ist die Expedition vorbei. 1924 gab es auch schwere Stürme. Sie haben bestimmt auch Ausrüstungsgegenstände verloren und mussten mit weniger Hilfsmitteln klarkommen. North Call, Alpenglow. Anyone copy? In dem Versuch, die Expedition zu retten, hat Adrian Ballinger ein Sherpa-Team losgeschickt, um in Gletscherspalten nach der verlorenen Ausrüstung zu suchen. Ist das Dorje? Ja, wir sind auf dem Schiff. Go ahead, Dorje. One, who says? Great. Copy. One, Delta One, match. Copy that, this is really good news. Were you guys listening? Habt ihr es mitbekommen? No. Sie haben alles gefunden. Coming together. We can continue. Wir können weitermachen. The winds. Aber bei dem Sturm frage ich mich, wie es oben am Berg aussieht. About what we're going to see higher up. So ein Wetter ist nicht normal. Dangerous season. The weather is not normal. Heute steigen wir wieder zum Nordsattel auf. Morgen geht's dann weiter zu Lager 2 auf 7600 Metern. Ich hoffe, der Wind lässt nach. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber so ist es vorhergesagt. Übermorgen geht's auf 8300 Meter hoch. Ab da werden wir suchen. Der Wind ist echt heftig. Perfekt für Lawinen. Der Wind häuft den Schnee an bestimmten Stellen an. Dabei wird er hart wie Beton. Hier in der Nähe ging auch 1922 die Post ab. George Mallory hat diese Situation schon 1922 erlebt und gedacht, die Situation sei sicher. Er war 75 Meter über uns. Dann hat der Hang nachgegeben. 9 Träger sind abgestürzt, 7 gestorben. Mit dem Tod der 7 Sherpas endete die Expedition von 1922 auf sehr tragische Weise. Mallory wurde ständig gefragt, warum er zurück auf den Everest wollte. Am Ende antwortete er nur noch, weil es ihn gibt. Dabei war er viel wortgewandter. Später sagte er, etwas im Menschen antwortet auf den Ruf dieses Berges. Er muss ihm begegnen. Diese Qual ist gleichbedeutend mit der Qual des Lebens. Es geht immer weiter nach oben. Dieses Abenteuer ist das reinste Glück und Glück ist das Ende des Lebens. Yeah.
I'm gonna get warm now. Das muss richtig kochen. You know what that accomplishes? Damit erreiche ich zwei Dinge. It means the water's hot. Das Wasser wird heiß und wir können es guten Gewissens trinken. Makes it safe to drink. A rolling boil. Das lernt man bestimmt auch bei den Pfadfindern. Ich habe Fotos an meine Töchter Cassidy und Marley geschickt. Ich erzähle ihnen immer vom Abenteuer, aber nie von der Gefahr. Sie müssen sich beeilen, um rechtzeitig Lager 3 zu erreichen. In knapp zwei Wochen beginnt die Monsunzeit. Dann erklärt die chinesische Regierung die Saison am Everest für beendet. Bergsteigen ist von da an nicht mehr erlaubt. Die Sherpas gehen vor. Sie sollen die Zelte aufbauen, bevor wir eintreffen. Aufgabe der Sherpas ist es, die Ausrüstung zu tragen, Wege vorzubereiten und das Lager aufzuschlagen, damit wir Energie sparen und uns auf die Suche konzentrieren können. Heute Nacht bleiben wir auf Lager 2. Der Aufstieg über den Nordgrat zum Lager 2 ist viel monotoner als der Aufstieg zum Nordsattel und ziemlich mühselig. In 7.500 Meter Höhe änderte sich dann das Wetter. Es ist windig und kalt. Die Sherpas machen sich schon aus dem Staub. Es ist schlimmer als gedacht. Das Lager ist nicht wirklich geschützt. Die Sherpas haben die Flucht ergriffen. Ich hoffe, die Zelte halten. Dave befestigt das Zelt. Und ich sorge mit meinem Gewicht dafür, dass der Wind es nicht anhebt. 30 km/h mehr und wir sind am Arsch. Die größte Sorge ist, dass der Wind zunimmt und die Zelte vom Berg fegt. Lass das Funkgerät heute Nacht an. Wir sind hier ganz allein. Es war eine unruhige Nacht. Und der Tag beginnt mit Temperaturen um die minus 30 Grad. Habt ihr schon rausgesehen? Es ist verdammt kalt. Aber seht euch das an. Wir befinden uns hoch über den Wolken. Da ist der Gipfel. Meine Füße sind eiskalt. Es sind bestimmt minus 30 Grad. 15-20 below out right now. Something like that. Wir haben heute teure Daunenanzüge und 1000-Dollar-Stiefel. 1924 waren sie in Woll- und Tweed-Mänteln hier oben. Was sie geleistet haben, ist echt beeindruckend. Hört ihr mich? Ich will morgen mit der Suche beginnen. Aber durch den Jetstream wird der Wind bestimmt nicht nachlassen. Was meint ihr? Die Geschichte von Mallory und Irvin zu erzählen, ist mir sehr wichtig. Die Risiken sind enorm groß, aber das ist ja nun mal so. Letzte Nacht war grenzwertig. Vernünftiger wäre es, umzukehren. Und die Suche ist bei diesem Wind nicht einfach.
Es wäre ätzend gewesen, hätten wir umkehren müssen. Aber man kann in 7.500 Metern nicht abwarten. Wir würden körperlich abbauen und immer lethargischer werden. Zu riskant. Jake? Also, wir packen ein und steigen wieder ab. Die Realität hat uns eingeholt. Der Berg muss mitspielen, aber er war nicht in der Stimmung. Die Suchgebiete waren in greifbarer Nähe, aber das Team muss erneut umkehren. Die Männer müssen die stürmische Wetterlage im Basislager aussitzen. Wir haben gerade neue Wettervorhersagen bekommen. Das ist der Mount Everest an der Grenze zu Nepal und Tibet. Hier unten ist Indien. Und hier sieht man den Jetstream. Der Jetstream ist ein Starkwindband in über 7.500 Metern, wo sonst Jets fliegen. Wir brauchen grün, kein lila oder blau. Dieser Jetstream trifft auf den Berg mit mehreren hundert Stundenkilometern. Wenn ich ein paar Tage vorgehe, sieht man den Jetstream noch immer. Aber dieser Bereich hier sollte uns Hoffnung machen. Geht so. Bei der aktuellen Vorhersage verlieren wir eine ganze Woche oben am Berg. Wir müssen also im Basislager ausharren. Das ist keine normale Saison. Zwischen dem Jetstream und den Stürmen Ende Mai bleibt nur ein sehr kleines Zeitfenster. Wir wollen in über 8000 Meter Höhe suchen und brauchen genügend Zeit für die Suche. Das könnte ziemlich knapp werden. Wir müssen abwarten und können nur hoffen, dass uns genug Tage für die Suche bleiben. Vor meiner Abreise hat mein Sohn mir das hier gegeben. Er wollte, dass ich es mit auf den Berg nehme und immer bei mir trage. Ich glaube, dieses Lego-Männchen bin ich. Ich trinke sehr viel Kaffee, deshalb die Tasse. Mein Eispickel und das ist Sandy Irvin. Wenn wir Sandy Irvin finden, wissen wir endlich, ob er und Mallory 1924 auf dem Gipfel waren. Im Moment wissen wir nur, dass sie bei dem Versuch gestorben sind. Sandy Irvin wurde zu der Expedition eingeladen, weil er sich um die Sauerstoffversorgung kümmern sollte. Er hat das Sauerstoffsystem komplett überarbeitet, weil er ein begnadeter Ingenieur war. Mallory wusste, dass er den Gipfel nur mit zusätzlichem Sauerstoff würde erreichen können. Er hätte niemand Besseren finden können als Sandy Irvin. Das ist das letzte bekannte Foto von Mallory und Irvin. Es wurde kurz vor ihrem Aufbruch zum Gipfel aufgenommen. Die schlechten Wetterbedingungen haben das Zeitfenster für die Suche von wenigen Wochen auf wenige Tage verkürzt. Und das Team sieht sich noch einem weiteren Problem gegenüber. Wir wollten mit der Suche beginnen, bevor die anderen ankommen. Jetzt sind im Basislager so 150 bis 200 Bergsteiger. Und jedes Jahr werden es mehr. Sie alle träumen davon, das Dach der Welt zu erklimmen. Früher war dieses Abenteuer nur den erfahrensten Alpinisten vorbehalten. Aber mittlerweile versuchen sich Bergsteiger aller Leistungsklassen am höchsten Berg der Erde. Und viele sind sich der Gefahren überhaupt nicht bewusst. Bei dem Wind bleiben nur 2 bis 3 Tage für den Gipfelversuch. Dann wollen alle rauf. Mit den Massen an unerfahrenen Bergsteigern, die alle zum selben Zeitpunkt aufbrechen, wird auch das Unfallrisiko steigen.
Beim Aufstieg wird es windiger und kälter, als mir lieb ist. Und auch voller, als mir lieb ist. Aber wir können es nicht ändern. Wir werden ein Lager überspringen und direkt auf 7600 Meter hochsteigen, damit wir am nächsten Tag in die Suchgebiete kommen. Sandy Irwin wird hoffentlich sein Geheimnis preisgeben. Um vor den anderen Bergsteigern zu bleiben, verlangt Jake Norton seinen Mitstreitern alles ab. Sie steigen an nur einem Tag gigantische 1200 Meter auf. Heute mussten wir weit mehr als unser Bestes geben. Aber wir haben jetzt einen Tag Vorsprung vor den anderen und finden hoffentlich, wonach wir suchen. Das Team verbringt die Nacht in Lager 2, um wieder zu Kräften zu kommen. Zeit für eine Pause bleibt allerdings nicht, denn die anderen Bergsteiger rücken bereits nach. Uns folgt eine riesige Menschenmasse, die alle auf den Gipfel wollen. Würde mich nicht wundern, wenn es hier oben in zwei Tagen zur Katastrophe kommt. Ich hoffe, wir können morgen mit der Suche beginnen, bevor die Massen hier auflaufen. Wir kommen näher. Wir steigen von Lager 2 zu Lager 3 auf. Damit kommen wir in die Todeszone. So wird der Bereich über 8000 Meter Höhe genannt. Geschafft. 8000 Meter. Die Todeszone. Über 8000 Meter spielt der Körper nicht lange mit. Die Uhr tickt. In dieser Höhe haben wir nur ein Drittel des Sauerstoffs, den wir auf Meeresspiegel haben. Und wenn der Körper nicht genug Sauerstoff bekommt, stirbt er. Menschen können dort nicht überleben. Hirnödem, Lungenödem, Schlaganfall, Herzinfarkt, eingeschränkte kognitive Fähigkeiten. Man muss alle Sinne beisammen haben, sonst stehen die Karten schlecht. Mallory hatte bereits mit angesehen, wie andere Bergsteiger in dieser extremen Höhe physisch abgebaut haben. Und er wusste, dass sie nur mit Irwins Sauerstoffgerät lange genug überleben würden, um den Gipfel zu erreichen. Aber auch mit zusätzlichem Sauerstoff ist die Zeit in der Todeszone begrenzt. Ich war noch nie länger als 48 Stunden in der Todeszone. Und ich kenne auch niemanden, der länger dort war. Wir müssen schnell wieder runter. Am Morgen des 8. Juni 1924 brechen George Mallory und Andrew Sandy Irwin zum Gipfel des Mount Everest auf. Eine Stunde später entdeckt ein Augenzeuge sie ganz in der Nähe ihres Ziels. Die beiden Bergsteiger kehren zwar nie zurück, aber Jake Norton glaubt, dass sie den Gipfel erreicht haben könnten. Um zu beweisen, dass ihnen die Erstbesteigung tatsächlich gelungen ist, müssen Norton und sein Team Irwins Leichnam finden. Und die Kamera, die er bei sich hatte, an der gefährlichen Nordwand des Mount Everest. This is roughly the vantage point. Ungefähr hier stand Noel O'Dell. Er hat auf den nordöstlichen Grat geblickt und dort oben zwei kleine schwarze Punkte gesehen. Unweit der Felsstufe, kurz vor der Gipfelpyramide. Noel O'Dells Beobachtung ist nicht eindeutig. Wir wissen nicht, ob er sie an der ersten oder der zweiten Stufe gesehen hat. Die zweite Stufe ist das schwierigste Hindernis auf der Nordroute. Sie ist steil und unbarmherzig. Aber wenn man es bis dorthin schafft, schafft man es auch auf den Gipfel. Wenn sie schon mittags so weit oben waren, haben sie den Gipfel sicherlich erreicht.
Ob Mallory und Irwin den Gipfel erreicht haben, ließe sich also auch anders klären. Das Team müsste beweisen, dass Odell sie tatsächlich hinter der zweiten Stufe gesehen hat. Wenn wir oberhalb der zweiten Stufe eine Sauerstoffflasche oder einen anderen Teil ihrer Ausrüstung finden, ist es nahezu undenkbar, dass sie den Gipfel nicht erreicht haben. Aufgrund der Bedingungen in dieser Höhe wäre alles, was Mallory und Irwin dort zurückgelassen haben, gut konserviert. Allerdings haben Norton und sein Team für die Suche nicht so viel Zeit, wie sie gern hätten. Ihre Zeit auf über 8000 Meter Höhe ist begrenzt. Wir sind in Lager 3. Von hier aus beginnt die Suche. Hinter mir kann man den Gipfel sehen. Dort oben werden wir ihn finden. Die Sauerstoffflaschen stehen dort. Wenn ihr euch schlecht fühlt, dann bedient euch. Es wird ernst. Heute können wir endlich mit der Suche nach Andrew Irwins Leichnam beginnen. Wir starten an der Stelle, an der sich die Beobachtungen von 1960 und 1995 überschneiden. Wir klettern die Ausstiegsrisse hoch und folgen dann dem Grat zur dritten Spitze. Wir steigen zum Nordostgrat auf und gehen dann weiter über die Normalroute, entlang an Fixseilen, die extra für die Bergsteiger von heute angebracht wurden. Am nordöstlichen Grat verläuft die normale Route dann weiter nach rechts, Richtung Gipfel. Wir biegen aber nach links ab. Irwin hatte grünbraune Kleidung an. Haltet nach Stofffetzen Ausschau und nach allem, was irgendwie auffällt. Diese 300 Meter fühlen sich an wie der letzte Kilometer eines Marathonlaufs, während man durch einen Strohhalm atmet. Wir bekommen nicht den Sauerstoff, den wir für diese Anstrengung eigentlich bräuchten. Toll, wieder hier oben zu stehen. Da unten liegt das Mallory Basin. Dort haben wir ihn vor 20 Jahren gefunden. Ich glaube, dass Irwin den Absturz überlebt hat. Mallory kam ums Leben und Irwin blieb allein zurück, verängstigt und am Ende seiner Kräfte. Vermutlich hat er versucht, den Weg nach unten zu finden. Aber es war dunkel, er ist falsch abgebogen und im Bereich der steilen Watts gelandet. Dort ist er dann wohl gestorben. Unsere Rucksäcke sind eigentlich ziemlich leicht, fühlen sich in dieser Höhe aber sehr schwer an. Jeder von uns hat zwei Sauerstoffflaschen dabei. Und jede dieser Flaschen reicht, je nach Durchflussmenge, für ungefähr 4 Stunden. Guck bei dir nach. Meine reicht noch für 120 Minuten. Wenn wir den Grat erreichen, lassen wir eine halb aufgebrauchte Flasche dort zurück. Das ist unsere Notfallreserve für den Abstieg. Damit werden wir gut 4 Kilo an Ballast los. Aber wichtiger ist, dass wir genug Reserven haben, um damit ins Lager zurückzukommen. Hörst du mich, Emily? Alle Flaschen sind bei 240. Wir haben also 4 Stunden ab jetzt. Okay, copy. Thanks, Amy.
Vier Stunden klingen nach viel, aber am Everest dauert alles wesentlich länger, weil Körper und Geist sehr träge sind. Vier Stunden sind da schnell um. Wenn uns in dieser Höhe der Sauerstoff ausgeht, bleiben uns vielleicht 15 bis 30 Minuten, bis wir uns nicht mehr bewegen und nicht mehr klar denken können. Wir würden uns hinsetzen, einschlafen und sterben. So gefährlich ist das. Wir befinden uns direkt unterhalb des Grats. Hier ist es windstill. Auf dem Grat wird es anders aussehen. Sonst biegen wir rechts ab. Heute links. Wir haben kein Seil mehr. Und der Untergrund ist gefährlich. Man kann sich das vorstellen wie eine steile Skipiste, die nach 50 Metern auf einmal 3000 Meter senkrecht abfällt. Wir haben Steigeisen unter den Stiefeln. Wir brauchen die Steigeisen für die vereisten Stellen. Auf Steinen läuft man damit wie mit hochhackigen Schuhen. Wir folgen dem Grat bis zu den Warts, okay? Diese Felsvorsprünge gefallen mir nicht. Der Untergrund ist gefährlich. Und die Steine sind trocken und wahrscheinlich lose. Ich gehe da nicht rein. Vielleicht liegt er direkt ums Eck. Jake, du spinnst. Du willst ihn wirklich unbedingt finden. Hier ist alles lose. Bergab ist es noch schlimmer als bergauf. Wenn er ausrutscht, geht's für ihn über 2700 Meter tief runter zum Rongpu-Gletscher. Davon erholt man sich nur schlecht. Wir sind am Grat, aber ohne Seil. Die Felsen sind super gefährlich. Vier warten am Ende des Seils. Jake und Sid schauen, ob der Untergrund besser wird. Jake Norton und sein Team versuchen, die letzten Schritte von Andrew Irvin nachzuvollziehen, um Beweise dafür zu finden, dass er und George Mallory als Erste auf dem Gipfel standen. Norton glaubt, dass Irvin nach Mallorys tödlichem Sturz in diesem steilen Gelände, das auch als The Walls bekannt ist, Unterschlupf gesucht hat. Zwei Bergsteiger haben in der Vergangenheit unabhängig voneinander von einem Leichnam berichtet, dessen Kleidung zu der von Irvin passt. Aber die Leiche wurde nie gefunden. Jake Norton hat sich vor Expeditionsbeginn Satellitenbilder angesehen und dabei Auffälligkeiten entdeckt. Was ist das? Sieht aus wie ein altes Stück Bambusholz. Die Chinesen haben in den 60ern solche Stöcke benutzt. Der Bambusstab passt zu den Stäben, die ich 2001 gefunden habe und die zu der Expedition eines Augenzeugen gehören. Eventuell war der Augenzeuge genau hier. Dann liegt Irvin vielleicht direkt ums Eck und ich komme nicht hin. Wir sind hier weit von der Route weg. Das Terrain ist eigentlich nicht passierbar. Die Steine und die Felsbrocken sind total lose. Das ist echt schwieriges Gelände. Wir sind der Ansicht, dass es ohne Fixseile zu gefährlich ist. Wir kehren zurück zur Gruppe und besprechen das. Liegt da mehr Schnee? Nein, alles nackter Fels.
Vielleicht lag 1924 Schnee und es war leichter. Es ist 14.30 Uhr. Ihr müsst in einer Stunde zurück bei euren Reserveflaschen sein. Verstanden. Wir passen aufeinander auf und ich melde mich, sobald wir umkehren. Wir müssen rechtzeitig los, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Uns bleiben also höchstens 30 Minuten. Lohnt sich das? Nicht wirklich. Da die Wards für heute zu gefährlich sind, entschließen sie sich, das Gelände unterhalb in Augenschein zu nehmen. Jake hat ein Stück Stoff gefunden. Es könnte von einer Jacke stammen. Seltsam, dass es hier hängen geblieben ist. Wir suchen weiter. Der Stofffetzen ist interessant, denn Leinen nutzen Bergsteiger heute gar nicht mehr. Das Leinengewebe blieb in dieser Höhe gut erhalten. Es entspricht den Materialien, die bei den allerersten Everest-Expeditionen genutzt wurden. Auf dem Rückweg haben wir noch mehr Leinenstücke entdeckt. Sie stammen von einem alten Zelt mit einem Schlafsack. Stell dir vor, da drin zu schlafen. Fantastisch. Einer der ersten Daunenschlafsäcke im Himalaya. Was ist das? Ein Streichholz? Könnte sein. Hier sind noch mehr. Ein Lager. Unglaublich. Ich glaube, es gehört zu zwei sehr bekannten Namen. Shipton und Smythe, 1933. Ein legendäres Lager. Die Everest-Expedition von 1933 war die erste, die nach Mallory und Irvins Verschwinden den Versuch unternahm, den Gipfel zu erklimmen. Auf dem Weg zum Grat entdeckten sie vor der ersten Stufe Mallorys Eispickel. Kurz darauf mussten sie umkehren. Den Gipfel haben sie nie erreicht. Da ist noch mehr. Die Position des Lagers war bekannt, aber die Stelle wurde noch nie abgesucht. Dann ist mir ein kleiner Fetzen aufgefallen, der eine andere Farbe hatte. Was ist das? Es war ein Stück Papier. Wir haben Zelt und Schlafsack ganz vorsichtig auseinandergezogen, um an das Papier zu kommen. Es war gefaltet und ich konnte eine Handschrift erkennen. Es ist nicht mehr viel lesbar, aber es sieht aus wie die Handschrift von Frank Smythe, einem meiner Helden. Dieser Brief ist ein direkter Link zu der Geschichte, die wir untersuchen. Eric Shipton war in diesem Lager? Shipton und Smythe. Es ist verrückt, aber am Everest wird alles perfekt konserviert. Dieser Fund hat uns noch einmal vor Augen geführt, dass wir Irvins Leiche tatsächlich finden können. Ich bin schon 8-mal an diesem historischen Lager vorbeigelaufen, wenn ich Gruppen auf den Everest geführt habe. Aber es ist mir nie aufgefallen. Wir haben hier oben einen Tunnelblick. Wir konzentrieren uns allein auf den Gipfel. Hier ist es so gefährlich, dass wir uns nicht richtig umschauen können. Jetzt sieht man den Berg noch mal ganz anders. Kaum vorstellbar. Das Team kann den Fund nicht lange feiern. Die Männer werden von der Realität eingeholt. Ihre Zeit im Suchgebiet ist abgelaufen. Bei der Suche haben wir gesehen, wie die ganzen anderen Teams in Lager 3 angekommen sind.
Über 100 Bergsteiger wollten gleichzeitig auf den Gipfel rauf und wieder runter vom Berg. Ich habe mich gefragt, welchen Einfluss die anderen auf unser Projekt haben werden. Der Wind hat stärker geweht als sonst und viele der Bergsteiger waren unerfahren. Da sind Unfälle vorprogrammiert. Am nächsten Morgen macht sich der Sauerstoffmangel bemerkbar. Das Team ist jetzt schon seit fast 48 Stunden in der Todeszone. Die Sonne wärmt uns, aber es geht alles nur sehr langsam. Slow moving, slow moving. God. It's incredibly hard to get going. Es ist unfassbar schwer, hier oben wieder in die Gänge zu kommen. You don't sleep well. Wie man merkt, fällt selbst das Reden schwer. Tag 3 in der Todeszone. Man wird nicht mehr warm, man kann nicht mehr klar denken. Jede körperliche Bewegung ist 100-mal anstrengender. Man stirbt einfach langsam. Es fällt sogar schwer, eine Sauerstoffflasche aufzudrehen. Wir müssen vorsichtig sein. Über 100 Menschen wollen heute auf den Gipfel. Starker Wind, viele Menschen und unerfahrene Bergsteiger. Es wird zweifelsohne zu Unfällen kommen. Priorität heute ist, wieder in die Wards zu kommen. Du bist der Mutigste von uns. Ich schlage vor, du gehst. Sid und ich versuchen es. Wir müssen nicht alle hin. Norton beschließt, das Team zu splitten. Er und Sid Patterson begeben sich in die Wards. Die anderen beiden suchen in dem Gebiet, in dem Mallorys Leichnam gefunden wurde. Dave und ich suchen die Stelle ab, an der Mallory gefunden wurde. Es kann ja immer noch sein, dass Irvin zusammen mit Mallory abgestürzt ist. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Berg nur spärlich mit Schnee und Eis bedeckt ist. Der starke Wind, der das Team am Aufstieg gehindert hat, hat auch den Großteil des Schnees weggeweht und damit Schätze freigelegt, die jahrelang verborgen waren. Allerdings liegt das Gebiet abseits der Normalroute und wird aufgrund des schwierigen Terrains von den meisten Bergsteigern gemieden. Adrian! Geradeaus, etwa 250 Meter. Bei dem ganzen Geröll da. Dort wurde Mallory gefunden. Vielleicht liegt Irvin auch dort. Ein großer Steinhaufen. Da würde bestimmt viel hängen bleiben. Etwa 250 Meter über ihnen steigen Norton und Patterson zu den sogenannten Wards auf. Sie bahnen sich einen Weg durchs Geröll, um zu ihrem Suchgebiet zu gelangen. Wir sind jetzt wieder an dem Lager von 1933 und versuchen rauf auf den Grat zu kommen. Wir müssen auf die andere Seite der Wards. Es gibt nur eine sichere Route in diesem Gebiet. Und die wird gerade von Scharen unerfahrener Bergsteiger bevölkert. Sollten Norton und Patterson eine Person in einer Notlage vorfinden, wären sie moralisch zur Hilfe verpflichtet und müssten ihre Suche abbrechen. Unfassbar, wie viele das sind. Sie sind müde, ihnen ist schlecht. Das ist der reinste Zombie-Aufmarsch. Das könnte uns wertvolle Zeit kosten. Der war riesig. Ein großer Felsbrocken. Wenn die anderen vom Gipfel wieder absteigen,
werden sie unweigerlich Felsbrocken lostreten. Da kommt noch ein riesiger! Alles, was den Berg runterkommt, hat eine irre Geschwindigkeit. Und unser Suchgebiet liegt direkt unter dem Grat. Norton und Patterson haben den Nordostgrat erreicht. Aber das Wetter hat umgeschlagen. Es besteht die Gefahr, dass sich die vielen Bergsteiger entlang der Route stauen. Es ist windig und kalt. An der ersten Stufe kommen gerade 30 Leute runter. Das könnte übel enden. Wir können ihnen schon helfen, dürfen uns aber selbst nicht in Gefahr bringen. Gut 300 Meter unter ihnen begutachten ihre beiden Teamkollegen die Stelle, an der Mallorys Leichnam entdeckt wurde. Da liegt eine Leiche. Eine Leiche. Könnte unter einer Schneewehe gelegen haben. Du oder ich? Angst vor Steinschlag? Ja. Ich geh schon. Ich gebe dir über Funk Bescheid, wenn ich Steine fallen sehe. Okay. Ich brauche 5 Minuten Funkstille. Die Leiche scheint unversehrt. Mit dem Gesicht nach unten, ist schneebedeckt. Come on, Dave. Kinda got my heart going, wasn't it? Was ist bei euch los? Dave ist in gefährliches Gebiet vorgedrungen. In der Nähe von Mallory liegt eine Leiche. Könnte Irvin sein. Ja, könnte passen. Dave, kannst du mehr erkennen? Battery. Die Batterie. Dave, was machst du? Er kommt zurück. Was hast du gesehen? Ich bin so nah ran wie möglich, um das Gesicht zu sehen. Ich glaube, blonde Haare, helle Hautfarbe. Irvin? Könnte sein. Eindeutig blondes Haar. Blonde hair hanging down. Aber die Kleidung ist moderner als Irvins. Also nicht Irvin. Mein Herz hat wie wild geklopft. Negativ, Jake. Nicht Irvin, aber ein noch nicht identifizierter Leichnam. Sonst noch was entdeckt? Noch nicht. Ballinger und Morton setzen ihre Suche fort. Was ist das Rote? Noch eine Leiche.
Sie entdecken zwar Überreste jüngerer Expeditionen, aber von Irwin fehlt weiterhin jede Spur. Dave kann zwei Leichen erkennen, aber sie haben was Rotes an. Irwin ist nicht dabei. Enttäuschend. Und dann auch noch schlechtes Wetter. Haut lieber ab. Hier oben ist es ziemlich heftig. Wir verlassen das Basin und kehren zurück ins Lager. Wir steigen über die Ausstiegsrisse runter. Sag Emily, dass gleich ein stark erschöpfter und verwirrter Mann namens Sanjay runterkommt. Okay, copy that. Norton und Patterson sind gezwungen, das Suchgebiet zu verlassen, weil viele erschöpfte Gipfelaspiranten Hilfe benötigen. Jake und ich wollten zurück in die Wards, aber was hier gerade an Menschenmassen vom Berg kommt, ist der Wahnsinn. Wir steigen jetzt ins Lager ab. Jake und ich steigen ab. Sieht aus, als gäbe es ein Problem. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Der Rückweg ist hart. Beim Abstieg bauen die meisten schnell ab. Viele Leichen werden sitzend aufgefunden, weil die Leute so erschöpft sind, dass sie sich hinsetzen müssen. Dann raffen sie sich wieder auf, gehen weiter und setzen sich wieder hin, bis sie keine Kraft mehr haben, nochmal aufzustehen. Also sterben sie im Sitzen. Das ist schrecklich, aber an so einem kalten und windigen Tag wie heute werden wahrscheinlich Menschen sterben. Hier oben ist es nicht schön. Die Leute, die vom Berg kommen, wirken wie Zombies. Sie können kaum noch sprechen oder sich bewegen. Wir müssen ihnen sagen, dass sie weitergehen sollen. Es hängen immer noch viele an der zweiten Stufe und das bei diesem Wetter. Das macht mir Sorgen. Das Wetter hat umgeschlagen. Wir müssen überlegen, wie es weitergeht. Back in camp, we hear yelling for help. Wir haben die Hilfeschreie von oben gehört, konnten aber nichts tun. Die Menschen sterben. Adrian, do you copy? This is Adrian. Over. The reports are coming in about. Angeblich sind heute 4 Personen umgekommen. Als wir von den Toten gehört haben, haben wir uns richtig mies gefühlt. Wenn man viel Zeit auf so hohen Bergen verbringt, sieht man oft Leichen und stumpft ein wenig ab. Aber wenn man alles live miterlebt, ist das entsetzlich. Morgen Nachmittag wird ein starker Sturm erwartet. Die Chinesen wollen den Berg sperren. Und ihr seid schon 3 Tage über 8000 Meter. Wir sind seit 3 Tagen in der Todeszone. Ein weiterer Tag wäre sehr riskant. Aber wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Mallory und Irwin mussten dieselbe Entscheidung treffen. Machen wir weiter, auch wenn das Risiko enorm ist? 1924 schrieb Mallory an seine Frau: Es ist undenkbar, dass ich den Gipfel nicht erreiche. Ich sehe mich nicht als Verlierer zurückkommen.
Ich will auch nicht als Verlierer zurückkehren. Ich habe 20 Jahre auf diese Expedition hingearbeitet. Aber ich kann diese Entscheidung nicht allein treffen. Bei besserem Wetter hätten wir mehr Möglichkeiten gehabt. Aber es soll eben nicht sein. Wie gehen wir weiter vor? Wir sind ein starkes Team. Gehen wir das Risiko trotz des engen Zeitfensters ein und versuchen nochmal zur zweiten Stufe und in die Wards zu kommen? Was meint ihr? Bin dabei. Logo. Ja. All right, 3 Uhr morgens. Der letzte Tag. Dave macht sich bereit. Tag 4 in der Todeszone. Adrian und ich wollen früh zur zweiten Stufe, damit wir vor dem Nachmittag zurück sind. Heute sind nur 30 Leute oben. Die beiden brechen zum letzten verbleibenden Suchgebiet auf. An dieser Stelle, direkt hinter der zweiten Stufe, will Noel O'Dell, der Augenzeuge, Mallory und Irvine vor ihrem Verschwinden gesehen haben. Die zweite Stufe befindet sich direkt unterhalb des Gipfels und ist das schwierigste Hindernis am Nordostgrat. Dort wurde noch nie zuvor gesucht. Ich hoffe, dass wir was finden. Wir gehen vor allen anderen rauf, um Zeit für die Suche zu haben. Wenn Sie Gegenstände finden, die Mallory und Irvine gehört haben, Kletterausrüstung oder Sauerstoffflaschen, würde das den Bericht Noel O'Dells bestätigen. Wenn wir was finden, dann waren sie bestimmt vor allen anderen auf dem Gipfel. Wir sind fast an der ersten Stufe. Es ist ziemlich windig. Unser letzter Morgen hier. Die letzte Suche. Es geht noch mal in die Wards. Das ist unser dritter Tag in Folge in den Wards. Wenn Sandy Irvine noch am Berg liegt, dann dort. Das schulde ich Mallory und Irvine. Und ich habe genug Energie für noch einen Tag. Die zweite der drei Felsstufen ist eine imposante, etwa 40 Meter hohe Wand aus Fels und Eis. Die letzten 5 Meter sind fast senkrecht. Es ist das schwierigste Hindernis am Nordostgrat. Die Frage ist, ob sie damals die zweite Stufe überwinden konnten. Jake glaubt, dass sie da am Schattenrand hoch sind. Mallory war ein erfahrener Alpinist, Irvine nicht. Waren sie imstande, die zweite Stufe zu bewältigen? Sie wussten bestimmt, dass das die Schlüsselstelle ist. Ist es heute immer noch? Allerdings haben die Chinesen 2 Aluminiumleitern an der zweiten Stufe angebracht, um unerfahrenen Bergsteigern über die Wand zu helfen. Die Leitern haben die zweite Stufe entschärft. Sie konnten aber auch dieses Jahr nicht alle Todesfälle verhindern. Furchtbar. Ein Bergsteiger ist am Tag zuvor hier ums Leben gekommen, direkt neben der Leiter. Am Everest ist das traurige Realität.
Leichen dürfen erst geborgen werden, wenn alle anderen Bergsteiger das Gebiet sicher wieder verlassen haben. Die Leichen am Berg erinnern mich daran, wie gefährlich es dort oben ist. Fehler sind nicht erlaubt. Oberhalb der zweiten Stufe ist die Route zum Gipfel frei. Der Weg ist in weniger als einer Stunde zu schaffen. Die zweite Stufe ist klettertechnisch am anspruchsvollsten. Jeder, der es bis hierher geschafft hat, würde auf jeden Fall noch den Gipfel in Angriff nehmen. Wir suchen nach Sauerstoffflaschen, Rucksäcken, Kleidungsstücken, nach allem, was beweisen würde, dass sie hier waren. Jack Norton weiß, dass Mallory und Irvin zumindest die erste Stufe erreicht haben. Denn sein Expeditionsteam hat 1999 eine ihrer leeren Sauerstoffflaschen gefunden. Wenn sie die zweite Stufe überwinden konnten, hätten sie dort die nächste leere Sauerstoffflasche zurückgelassen. Eine Sauerstoffflasche oder ein anderer Gegenstand der damaligen Expedition wäre ein Indiz dafür, dass die beiden den Gipfel tatsächlich erreicht haben. Wir beginnen mit der Suche. Ich glaube nicht, dass hier schon mal jemand gesucht hat. Das ist wahnsinnig. Wenn du stürzt, bringe ich dich um. Kein Wind. Dave ist angeseilt. Er macht sich jetzt auf die Suche. Ich bleibe hier und halte das Seil von den losen Steinen fern. Die größte Gefahr ist, dass das Seil Geröll ins Rutschen bringt. Das könnte Dave umbringen. Alles okay? Ja. Da unten ist rein gar nichts. Noch nicht mal neuer Müll. Man sieht sofort, dass da nichts zu finden ist. Zumindest nicht in dem Bereich, in dem ich war. Kurzes Update. Wir haben die Felsen oberhalb der zweiten Stufe abgesucht. Aber hier liegt nicht mal neuer Müll. Jake, copy. Sorry. Thank you guys. Verstanden. Das tut mir leid. All right, well, thanks for being the chill. Kein Problem. Wir sehen uns später. Sie haben keine Beweise dafür gefunden, dass Mallory und Irvin den Gipfel erreicht haben. Aber es gibt auch keine dafür, dass sie ihn nicht erreicht haben. Wir können es nur beweisen, indem wir die Kamera finden. Und dafür müssen wir Irvin finden. Und ein Gebiet müssen wir noch absuchen. Wir haben die Route jetzt verlassen. Das Terrain ist ziemlich heftig.
Hier sind viele Wächten und wir stehen direkt am Rand von einer. Würde ich einen Meter weiter gehen, würde ich 3000 Meter in die Tiefe stürzen. Und darauf habe ich wenig Lust. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie um diesen Felsvorsprung kommen. Das ist der einzig noch logische Ort, an dem Irvin liegen könnte. Er passt zu den Augenzeugenberichten und den Auffälligkeiten, die ich auf den Satellitenbildern entdeckt habe. Ich baue uns einen Sicherungspunkt, damit wir ein Fixseil haben und um diesen Felsen herumkommen. Er versperrt uns den Blick über den Grat. Ich glaube nicht, dass hier schon viele Menschen waren. Nur Irvin, der direkt dort hinten gestorben ist. Vielleicht. Als ich um den Felsen herumgeklettert bin, hatte ich erwartet, einen Stiefel zu sehen. Oder was auch immer. Metall oder irgendwas, das jemand zurückgelassen hat. Er liegt nicht da. Irvin, die Augenzeugen, niemand wäre in dieses Gelände geklettert. Hier wären sie auf keinen Fall vorbeigekommen. Die Felsspalten führen 3000 Meter in die Tiefe. Dazu die ganzen Wächten. Das ist eine Sackgasse. Als ich das mit eigenen Augen gesehen habe, wusste ich sofort, dass es keinen Sinn ergibt. Was ich auf den Satellitenbildern gesehen habe, war nicht das, was ich dachte. Ich zweifle langsam an den Beobachtungen der Augenzeugen. Sie haben nicht das gesehen, was sie dachten. Mittlerweile wurden alle zugänglichen Bereiche abgesucht. Aber die Frage bleibt, wo ist Irvin? Vielleicht war es so. Mallory und Irvin steigen zusammen ab. Es ist dunkel und sie sind erschöpft. Sie kommen oberhalb des Mallory Basins durch tiefen Schnee und rutschen aus. Sie sind aneinander geseilt und überschlagen sich. Das Seil bleibt an einem Felsen hängen und reißt. Die beiden sind jetzt getrennt. Mallory kann sich irgendwo festklammern und den Sturz stoppen, dort, wo wir ihn gefunden haben. Irvin gelingt das nicht. Er fällt weiter, stürzt über den Rand der Nordwand und landet irgendwo auf den Felsen darunter. Wenn es so war, liegt er jetzt tief im Gletscher vergraben und wird die nächsten 1000 Jahre nicht auftauchen. Aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Ob sie auf dem Gipfel standen oder nicht, was sie erreicht haben, geht weit darüber hinaus. Folgeexpeditionen wären ohne ihre Vorarbeit gar nicht möglich gewesen. Sie haben Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay den Weg geebnet. Die kamen lebend zurück. Mallory und Irvin wollten das Unmögliche versuchen. Sehr mutig. It's just so bold. Ob sie oben waren? Ich glaube, dass sie die zweite Stufe nicht geschafft haben. Deshalb haben wir auch nichts gefunden. Ich kann nicht sagen, ob sie es geschafft haben.
Aber ich weiß, wozu sie in der Lage waren und wie stark ihr Ehrgeiz gewesen sein muss. Ich denke, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Sie waren unglaublich erfahrene und starke Bergsteiger. Sie mussten große Hindernisse überwinden, aber das war für sie machbar. Ich glaube, dass sie den Gipfel erreicht haben. Ich möchte glauben, dass sie oben waren und erst auf dem Rückweg gestorben sind. Gut, dass wir nichts gefunden haben. So kann ich weiterhin dran glauben. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für all die Menschen, die vor mir auf diesen Berg gestiegen sind und mir den Weg geebnet haben. Ich habe hier schöne Dinge gesehen und tragische. Aber nach 8 Expeditionen sind meine Tage am Everest langsam vorüber. Ich möchte, dass der Everest eins der schönsten Kapitel in meinem Leben bleibt. Das ist eine Art Friedhof. Es sind Gedenksteine für die Bergsteiger, die nicht zurückgekehrt sind. Sie erinnern uns an unsere Sterblichkeit. Es war seine 3. Expedition und er war schon 37. In seiner Heimat haben alle erwartet, dass er es schafft. Der Druck war enorm. Heute können wir uns das nicht mehr vorstellen, aber Mallory und Irvin müssen sich verpflichtet gefühlt haben, den Gipfel als Erste zu erreichen. Ich glaube, dass sie es geschafft haben. Sie sind bei der Erstbesteigung gestorben, aber sie standen ganz oben. Eine Ehrerweisung für die Ersten.